Und da sind wir wieder mit Borussia Mönchengladbach gegen Rasenballsport Leipzig. Sechste Partie hier im Turnierverlauf. Und es ist ja immer schwer, hier beim Privy Cup über Favoriten zu reden. Jedes Jahr und jeder Jahrgang ist anders, aber bei den Leipzigern würde ich sagen, wir reden hier über einen mindestens Mitfavoriten. Ich werde das gleich unterfüttern, wie ich darauf komme. Siebte Teilnahme für die Leipziger. Einmal im Endspiel, einmal gewonnen, 2016. Damals mit 6:1 im Finale gegen den VfL Wolfsburg. So, erste Möglichkeit hier für die Gladbacher. Und im dritten Versuch trifft dann Kevin Alberg. Sehen wir hier nochmal. Spiel über die Bande. Dann der erste Versuch und dann klasse Direktabnahme. Stark gemacht. 1:0 für die Fohlen. So, und das wird alles festgehalten hier. Die Nachwuchskräfte für Kamera OWL sind jetzt schon dabei und in Ausbildung. Thomas Hartmeier ist früh dran, hier sich den Nachwuchs anzuziehen. Freistoß für die Gladbacher. In der Niederrheinliga aktiv, dort Tabellensechster, 18 Punkte aus 13 Spielen. Sie spielen eine solide Saison. 4 Siege, 6 Unentschieden, 3 Niederlagen. Sind also mit 6 Unentschieden in 13 Spielen die Gladbacher die Remis-Könige ihrer Liga. Da hat noch eine verrückte Statistik, wie verrückt der Fußball ist. Gladbach hat da in der Niederrheinliga eine Tordifferenz von 22:15. Ist damit Tabellensechster. Der Tabellenführer hat eine Tordifferenz von 22:14. Also identische Tore geschossen und nur ein Tor weniger kassiert. Und haben mit dieser Tordifferenz 8 Punkte mehr. Fußball ist ein Ergebnissport. Das belegt diese Statistik. Fand ich Wahnsinn in der Vorbereitung. So, Freistoß Leipzig. Ja, Sven Hagemeyer fordert den Abstand noch ein. Er bräuchte Freistoßspray. Dann wird er das hier. Und dann das Tor für die Leipziger. Julian Lempe. Nach dem zurückgelegten Freistoß. So, wir sehen hier tolle Perspektive hier für dieses Tor. Stark gemacht. Genau den freien Raum anvisiert. So, jetzt haben die Gladbacher mit der direkten Antwort. Lennart Stecking trifft zum 2:1. Toll behauptet hier. Gegen zwei. Und dann kann Stecking den Ball anschieben. Also wieder die Führung für die Fohlen. Ja, mutiger Ball, der fast besser über den Torwart spielen können. War genug Abstand da. Wieder Freistoß für Leipzig. Da fiel eben der Ausgleich zum 1:1.
So, warum sind die Leipziger ein Favorit? Erster Fakt. Letzte Woche gab es wieder den Norit Cup in Dettelbach. Das U16-Turnier in Bayern. Traditionell immer eine Woche vor dem Frivel Cup. Und ein Gradmesser für unser Turnier hier. Das gewann die Leipziger. Im Endspiel mit 3:1 gegen Mainz 05. Haben also da ein starkes Turnier gespielt. Dann spielt die U16 diese Saison in der Regionalliga, also der höchsten Spielklasse für U16-Teams. Ist dort Tabellenführer. 33 Punkte in 14 Spielen erreicht. Und in 14 Spielen, das ist, seit ich das hier mache, eine einmalige Zahl. In 14 Spielen haben die Leipziger 70 Saisontore geschossen. Das ist eine Fabel-FIFA-Zahl. Ich früher FIFA gespielt habe, den Schwierigkeitsgrad auf Amateur und habe dann den Karrieremodus gespielt, dann kam ich auf 70 Tore in 14 Spielen. Absolute Wahnsinnszahl und deswegen die Leipziger mit einer tollen Mannschaft. Die zweitbeste Offensive der Liga, um das mal ins Verhältnis zu setzen, hat 34. Das heißt weniger als die Hälfte von 70 Toren Leipzig in dieser U16-Saison. Hier haben wir bisher eine ausgeglichene Partie. Ja, korrekte Entscheidung. Es gibt 2 Minuten. Ja, ich glaube, die gibt es fürs Halten. Dann wäre das korrekt. Der Zweikampf davor war gar nicht so dramatisch. Und als dann aber Johann Gatschoy sich durchgesetzt hatte, zog er nochmal. Jetzt nicht nur Freistoß für Leipzig, so viel das 1-1, sondern auch 2 Minuten Überzahl. Außer Leipzig trifft, dann darf Gladbach vorzeitig auffüllen. Anders als wir das zum Beispiel vom Handball im Moment von der Europameisterschaft kennen. Guter Schussversuch. Pariert von Aidan Jericho. Gute Minute haben die Gladbacher noch Unterzahl. Leipzig bisher spielt es nicht aus. Gladbach macht das gut. Gladbach nimmt immer wieder Zeit von der Uhr. Leipzig kommt nicht in die Offensivaktion. So, Schussversuch hier. Stark pariert wieder von Jericho. Eckball Leipzig. Wieder stark pariert. Aber Leipzig spielt es auch nicht aus. Noch 19 Sekunden. Uhr läuft weiter. Sechs Sekunden Überzahl. Dann hat Gladbach das hier schadlos überstanden. Und das muss sich Leipzig ankreiden. Jetzt das Foulspiel. Ja, und jetzt fordern die Gladbach natürlich auch 2 Minuten. Und die gibt es auch. Weil die klare Torschance verhindert wurde. 2 Minuten Zeitstrafe für Alan Figo Bohomo. Also wir drehen das um. Wir gucken, wie Gladbach jetzt die Überzahl löst. Leipzig hat das schlecht gemacht. So, über die Bande, Abschlussversuch, Armin Spahic.
stark, starkes Kabinettstückchen hier von Johann Gnatschoy. So, Blockwechsel. So, hier nochmal. Auf engstem Raum, auf engstem Raum. Schussversuch hier von Leipzigs Keeper. So, Gladbach. Jetzt mal die Überzahl ausspielen. Jetzt mal wirklich das schaffen. Und wieder geht der erste Ball in den Mitspieler, der zugestellt ist. Sie müssen jetzt hier nur den freien Mann finden, so wie jetzt gemacht. Der muss jetzt mit Tempo dribbeln. Dann ist der nächste freie Mann da. Dann ist der nächste freie Mann da. Und genau so muss man spielen. Ich habe immer einen frei. In diesem 4 gegen 3, wenn es die Feldspieler angeht. Trikot gehalten, nächster Freistoß. Foulspiel von Ciel Eberle Loyaya. So, tiefer Ball. Schussversuch. Und jetzt in Unterzahl der Ausgleich. Abdulbaki Al-Khalaf. Also auch da Gladbach den Ball viel zu einfach hergegeben. Überhaupt keine Kontrolle behalten. 8 Sekunden noch die Überzahl für Gladbach. Gibt's noch mal den Schuss? Den gibt's. 3-2 Gladbach. Torschütze Artem Muadian. Über die Bande, stark gemacht, direkt abgezogen mit links. Also, gerade so, die letzte Sekunde Überzahl genutzt. So, kommt Leipzig nochmal wieder, letzte Minute. Zweimal schon führte Borussia Mönchengladbach, zweimal konnte Leipzig ausgleichen. Jetzt die dritte Führung im Spiel. Nächster Fehlpass. War ein wildes Spiel. Stürmerfoul. Ballbesitz Mönchengladbach. 26 Sekunden auf der Uhr. Leipzig mit dem Ballgewinn der starken Parade von Aydan Jericho. Damwan eingeblendet. Sich zwei, dreimal auszeichnen können in diesem Spiel. Geht gleich weiter, das schon mal vorab. Unbedingt dranbleiben. Borussia Dortmund gegen Hertha BSC Berlin. Traditionell zwei starke Fury Cup Mannschaften. Kommen wir dann aber drauf. Jetzt gibt es die letzten Sekunden dieser Partie. Gibt es noch den Ausgleich? Gibt es den Lucky Punch? Gladbach schmeißt sich jetzt in jeden Ball. Leipzig wild. Leipzig wild. Und das war's. Knapper Sieg. Gladbach gewinnt.